Ja, ich weiß, was du vorhast, aber das wird nicht funktionieren. Hallo, hier ist eure Malpfanne. Hallo Leute, hier ist eure Malpfanne. Und heute gibt's wieder, nach ganz langer, langer, langer Zeit, Wanne will's wissen. Hey, es ist so windig, dass die ganze Zeit alle Türen rumklappern und die ganzen Fenster so ein Klapperngeräusch machen. Also nicht wundern. Ihr fragt euch sicher wahrscheinlich schon, warum ich weiße Pappteller habe. Das ist, damit ich den Tisch nicht dreckig mache. Denn nach all diesen Wochen probieren wir heute Super Sand aus. Dieser Super Sand verspricht einem, dass man super tolle Sachen damit modellieren kann und dass der weich ist, aber auch hart wird und immer wieder weich wird und hart wird. Und jetzt möchte ich es ausprobieren. Vorbinde zum Hände waschen habe ich gemacht, den Sand nach dem Öffnen auflockern, um ihn atmen zu lassen. Nur der Sand muss atmen. Nicht mit Wasser mischen. Schade. Machen wir ihn aus. Okay, das war jetzt nicht so spektakulär. Oh, ist das aufregend. Ich brauche eine Schere. Schere, Schere, ich hab meine Schere. Seid ihr auch so aufgeregt? Oh, nee, oder? Man braucht gar keine Schere. It's time for Magic Sand. Machen wir das mal rein. So, jetzt müssen wir ihn atmen lassen. Also, also der Geruch ist echt ein bisschen wie wenn man in so einen Second-Hand-Laden geht. So dieser Muff aus dem Kleiderschrank. So riecht der Sand. Wir müssen ihn atmen lassen. Also, Sand ist das jetzt nicht wirklich, wenn es so bleibt. Aber, jetzt kommt das große Aber. Es fühlt sich so richtig geil an. Seht ihr das? Es fühlt sich so weich an und so... Komisch, ich habe das noch nie gefühlt. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, was zu modellieren, also mal gucken, ob es klappt. Ich hoffe, mein lieber Sand hat jetzt genug geatmet. Ihr müsst jetzt erraten, was ich bastel. Ihr habt noch keine Ahnung, okay? Oh, was macht man? Da ist er da. Dass das auch fest bleibt, ist so witzig. Das ist mein Modell Nummer 1. Guck mal, Mama, ich habe was gebastelt. Meine erste Statue. Das ist mir fast schon unangenehm, weil das so echt gut gepasst hat. Kommen wir zum nächsten. Ich könnte jetzt auch eine Dildo-Fabrik öffnen. Junge Dame, was möchten Sie denn für einen? Fürs Hintertürchen. Alles klar, mache ich Ihnen doch gerne. Jetzt habe ich ein Eis gemacht. Ist das nicht ein schönes Eis? Nein, es ist nicht. Okay, Kinder, ihr wollt einen richtigen Zaubertrick sehen? Dann mache ich euch jetzt ein Männchen. Wir haben noch so viel Sand, ey. Ich darf nicht so sparsam sein. Die gute alte polnische Sparsamkeit, ne? Ich glaube, das ist echt so das Ostblocksmäßigste, was man seinen Kindern immer mitgibt. Sparen. Für irgendwas. Jetzt versuche ich mal einen Tunnel zu machen. Ey, was das alles aushält. Ich hätte mir als Kind ausgeflippt damals, hätte ich so eine Masse gehabt. Das ist auch nicht so eklig wie Knete. Bei Knete habe ich immer noch, also das färbt auch ab, aber bei Knete habe ich immer noch so in Erinnerung, dass das so schmierig war, irgendwie fettig oder weiß nicht. Ich mochte Knete als Kind nicht so gerne. Jetzt kommen zwei. Ich mache ein Michelin-Männchen. Oh, gibt's erraten. Nein, verlier doch nicht deine Hand. Mann, Challenge completed. Hallo. Habe ich gerade gesagt, dass der Magic Sand viel aushält? Nein. Und genauso schnell ist es wieder platt. Nur noch Musik mitmachen. Jetzt lassen wir es zerfallen. Mach mal eine Schnecke. Ich sehe es schon kommen. Bald gibt's die Super Sand Challenge. Oh, wer kann schneller in einer Minute irgendwas machen? Achso, ihr habt die erste Folge vom Sommerloch gemocht. Das finde ich schön. Deswegen gibt es auf jeden Fall auch eine zweite Folge und eine dritte. Und mal schauen. Das sieht aus, als ob es irgendwas Lebendiges wäre. Ich mache jetzt einen ganz hohen Turm. Das sieht so falsch aus. Eine Brücke. Ja Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge Wanne will's wissen Super Sand Edition gefallen.
du Bastard! Alter, rast mein Herz gerade. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich wollte dich mit meinem Supersand spielen lassen, weißt du? Ja? Ja. Und jetzt erlaube ich es dir nicht mehr. Was hast du denn da gebaut? Ein Penis oder was? Nein, es ist ein Baum. Ach so. Aber mit dem Buschen hinten. Ist aber falsch rum, ne? Ihh. Komm, fass das an. Das ist ja widerlich. Jetzt testen wir es live an einem Objekt, wie sie diesen Sand finden. Hölle. Ist das nicht irgendwie geil und irgendwie... Irgendwie...